Willkommen, Freunde, und zurück hier zu Let's Play Alan Wake. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir befinden uns hier auf, ja, so gut wie dem letzten Weg zurück zur Cauldron Lake Lodge, wo wir alles beenden werden. Die Geschichte und hoffentlich auch die Dunkelheit, die hier regiert zurzeit. Ich frage mich auch, wir haben ja eigentlich eine Geheimwaffe, ne? So ist es ja nicht, den Klicker, der scheinbar ja quasi den Tag herbeirufen kann oder das Licht herbeirufen kann. Und so ein bisschen frage ich mich ja, wieso Alan den nicht einfach einsetzt jetzt hier. Denn schließlich ist es Nacht, ne? Und die Dunkelheit ist stark. Die Dunkelheit ist stark hier. Uah! Genau sowas meinte ich. Eieiei. Aua. Ja, da kommen nämlich schon gewisse Sachen geflogen. Tut einem auch nicht ganz so gut. Ja, wieso setzt denn Alan den Klicker nicht ein? Um den Tag quasi wieder herbeizuholen. Ja, was zum Teufel ist schon ganz gut. Ich denke mal, man könnte schon fast sagen, ja, es ist ja nicht der Teufel, es ist ja die Dunkelheit, aber es ist auf jeden Fall das pure Böse, was uns hier heimsuchen will. Alter Schwede, komm hier. Au. Das war ein bisschen zu spät, liebe Blendgranate. Hat uns trotzdem ein bisschen wehgetan, aber naja, wir müssen hier weiter, wir müssen über die Brücke, die hier beinahe ein bisschen auseinanderfällt. Aber wir wissen uns zu wehren. Wir haben nämlich ja schon einen starken Handstrahler in der Hand. Und ich sehe jetzt gerade, das Ziel lautet, wir müssen uns an den Poltergeistern vorbeikämpfen. Ja, das ist eine wirklich nette Beschreibung. Poltergeister. Boah, alter Schwede. Die Sachen sind aber wirklich auch nicht ohne, die hier fliegen. Gerade, warum auch immer hier irgendwelche Kühlschränke auf dieser Brücke stehen, erschließt sich mir nicht so ganz. So, komm, hier nochmal eine Blendgranate. Oh, die kommt aber wirklich immer eine halbe Minute, eine halbe Sekunde zu spät. So ein Scheiß. So, ich warte einmal ganz kurz, bis der gute Alan sich mal ein bisschen hier von diesem Schreck und Schock erholt hat. Und schalte auch mal auf die Leuchtfackeln. Die werden uns auch dabei helfen. Ich möchte jetzt nicht gleich unbedingt alle Blendgranaten hier... Was? Ah, shit. Kommt mal her hier. Oh, ich stecke gerade ein bisschen fest. Was ist das denn? Alter! Ich stecke fest. Ich kann nichts machen gerade. Währenddessen mir hier die Schränke um die Ohren fliegen. Hallo? Alter. Knapp. Alter Schwede, also, ja, ich komme jetzt gerade wieder ins Spiel rein. Hallo und willkommen zurück, sozusagen. Aber es geht hier echt gleich richtig los mit der vollen Ladung ins Gesicht. Ja, genau sowas meinte ich. Alter! Boah, fuck! Ich wechsle mal ganz kurz hier auf die Blendgranate. Ja, das tut... richtig gut, wa? Komm, hier noch eine. Ich habe jetzt echt keine Lust, mich lange mit dir rumzuärgern. So. Ja, absolut. Ich bin richtig geschmeichelt. Boah, da ist ein Licht. Ich hoffe, das Licht bleibt auch noch an. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht und können uns endlich mal ein bisschen hochheilen. Boah. Und ein Auto, das offen ist, ist auch wunderbar. So können wir endlich weiter auf dem Weg zum Cauldron Lake sein. Und ja, ich fackel jetzt hier gar nicht mehr, Leute. Zack, ihr seid sowieso des Todes. Oh, wenn ich nicht gerade seltsame Wege fahre.
Alter, was ist das denn? Jetzt kommt er hier nicht über diesen scheiß kleinen Huckel, weißt du? Ja, einmal ganz kurz schauen, wo wir hier lang müssen. Na gut, dann... Was? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. So, ja, wir müssen tatsächlich gegen einen halben Monster-Truck kämpfen. Boah, die Autobatterie ist fast leer. Alter Schwede, den haben wir aber auch noch besiegt. Wir haben es irgendwie geschafft. Und hier ist ein Licht. Das heißt, ich steige einfach mal aus und schau, was sich hier drin verbirgt. Ah, ein herrliches Licht, ein Kontrollpunkt und ein neues Auto. Das ist jetzt natürlich schön, dass ich da direkt davor geparkt habe. Naja, aber ich schaue erstmal, was hier oben noch ist. Ich erwarte, dass hier noch irgendwas liegt. Naja, genau, immerhin eine Leuchtfackel. Ich hatte jetzt eigentlich eher gehofft, dass da noch eine Manuskriptseite liegen würde. Aber auch hier im verstecktesten Winkel leider überhaupt nicht. Na gut, mal ein bisschen die Sporen geben hier dem guten Alan. Wir müssen runter und weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren, um endlich an unser Ziel zu gelangen. Boah, ist das hell. Es blendet ja schon wieder in den Augen. So, ab in die Karre. Na los, beeil dich mal ein bisschen. So, ja, der Motor ist auch schon an. Ich versuche mich hier gerade mal ein bisschen durchzunavigieren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie hier lang. Ich versuch's einfach mal. Ja, doch, das sieht ja ganz passend aus. Da brennt auch schon irgendwas. Ja, sieht wirklich sehr interessant aus. Aber naja, gut, fahren wir mal weiter. Eieiei, die Straßen sind wirklich ziemlich unsicher. Und wieso benutzt Alan nicht den Klicker? Oh Gott, es bebt die Erde. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nein, ganz schnell weiter, bevor die Brücke hier ganz einstürzt. Und ja, natürlich, hier sind diverse Gegenstände wieder, die, boah, die voll auf uns abgehen sozusagen. Alter Schwede. Aber jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Komme ich denn hier so weiter? Würde mich wirklich sehr freuen. Nee, komme ich nicht. Ach, herrlich ist das wieder. Ja, versperren uns mal wieder irgendwelche Kackautos den Weg. Und hier wieder die alte Schleimsuppe, die hier den Boden bedeckt. Was mag uns wohl noch erwarten jetzt auf unserem Weg zum Cauldron Lake? Ich weiß es nicht. Aber da hinten ist es wieder hell. Wir müssen uns also... Ach, diese dummen Sprüche, die die Leute immer abgeben, ja? Also mal ganz ehrlich. So, ach komm, mit euch werde ich doch spielen fertig mittlerweile. Obwohl das wirklich überraschend leichte Gegner jetzt waren, auch wenn es 4 Stück waren. Revolver und Schrotflinte. Also hier liegt ja alles voll mit Munition. Revolver? Ja, natürlich. Kommt ihr nur von vorne? Uah, ein Glück bist du hier ein bisschen in mein Sichtfeld gestolpert. Uah, das war ein bisschen knapp, aber okay. Einmal nachladen. Aua, da hat er mich doch noch erwischt. So, auch wenn ihr noch so viele seid... ja, ihr seid wirklich... Alter Schwede, krass! Das waren doch ein paar mehr, als ich jetzt doch erwartet hatte. Alter Schwede.
Ja, ich glaube, die Leuchtfackeln liegen hier dann doch nicht ohne Grund. Boah, Mist, verdammter. So, und einmal den Revolver. Wie gesagt, euch vier, die kriege ich noch recht gut gebacken, würde ich mal jetzt behaupten. Hätte der Revolver doch mal nur ein paar mehr Schuss, ey. Das wäre schon ziemlich geil. So, unsere Munition ist schon wieder voll. Boah, ich bin ja mal wirklich gespannt, wie oft wir die Stelle jetzt machen dürfen. Ja, dann geht doch campen. Also ich will euch da wirklich absolut nicht aufhalten, Leute. So, schon mal ein bisschen nachladen. So, einmal bitte brauche ich Licht, um ordentlich hier nachzuladen. Da war noch einer. Boah, alter Schwede, komm hier nochmal eine Leuchtfackel. So, ich sehe die Typen hier schon gar nicht mehr, aber das scheint auch gar nicht mal so wichtig zu sein. Komm, du warst doch... Du warst... Ach, da sind noch mehr. Da sind noch mehr, alter. So, ihr werdet jetzt das Zeitliche segnen. Ich sagte, ihr werdet das Zeitliche segnen. Vielen Dank, dass sie auf dem zweiten Aufruf endlich hören. Boah, Alter, das waren echt ein paar viele. Ich hätte auch die Gasflaschen vielleicht anschießen können. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Aber naja, irgendwie habe ich es ja dann doch noch überlebt. Boah, Leute. Und überall Schrotflintmunition, aber wir haben gar keine Schrotflinte. Was machen wir denn da jetzt? Ah, so, jetzt bist du verwundbar. Und du auch. Los, sind hier noch mehr? Scheinbar nicht. Boah, eine Manuskriptseite. Jetzt haben wir mal ein bisschen Pause, um jetzt zumindest die zweite Seite dieses Kapitels zu lesen. Die Spur des Dunkels. Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt, die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Wem fiel das gar nicht auf? Das ist die Frage. Aber das war also das Flugwrack, was wir zum Beispiel im Laufe des Spiels auch gefunden haben, was dann urplötzlich sehr alt aussah, womit ich eigentlich auch gar nichts anfangen konnte erstmal. Naja. Aber auch diesen Abschnitt haben wir geschafft. Das ist ja wirklich, ja, man könnte sagen, ein Hindernisparcours, was wir hier durchmachen. Aber wir kommen nach und nach unserem Ziel immer näher. Ich schaue mal ab und zu ein bisschen nach links und rechts, ob wir denn da nicht noch interessante Sachen finden. Was haben wir denn hier? Larsons Auto Salvage and Used Parts, also ein Gebrauchtwarenhändler. Gibt's denn hier noch irgendwas? Wir müssen da, glaube ich, hoch.